Schön, dass du eingeschaltet hast zu unserem Osterkuchen. Wie du den Osterkuchen machen kannst, wie das funktioniert, das verrate ich dir jetzt gleich. Also, viel Spaß, deine Silke von Anders Backen. Als erstes starten wir mit unserem Biskuitteig. Dafür bitte den Backofen gleich auf 180 Grad Ober-Unterhitze vorheizen. Und jetzt zeige ich euch die Zutaten. Unsere Zutaten sind 3 Eier. Ich habe sie schon geteilt. Hier ist das Eiweiß, da ist das Eigelb. Dazu braucht ihr das Mehl. Ich habe ein glutenfreies Mehl von Share gewählt, der Mehlmix C in dem Fall. Dann habe ich noch eine Farbe gewählt von Wilton, die Rot, Zucker und eine Prise Salz. Das Salz geben wir jetzt in das Eiweiß hinein und schlagen das schon mal vorab steif. Das Eiweiß haben wir steif geschlagen, das lassen wir jetzt beiseite. Weiter geht es nun mit dem Eigelb. Da gebe ich schon mal den Zucker mit dazu, schlage das schaumig und füge dann stückchenweise noch das Mehl hinzu. Nun geht es ans Färben des Teiges. Das heißt, ich habe mir eine Farbe von Wilton rausgesucht, mit der ich färben werde. Da nehme ich wirklich nicht sehr viel, also wirklich nur so einen kleinen Schubser. Der ist schon sehr, sehr viel. Ich streife auch den Löchel noch ab, weil da ist auch noch Farbe dran. Und verrühre das nun. Ihr werdet gleich sehen, wie die Farbe sich gut verteilt. Und jetzt heben wir noch unser Eiweiß unter. Das macht ihr bitte ganz, ganz vorsichtig. Denn es sollen es ja nicht zerschlagen. Das heißt, ich nehme wirklich hier nur ein Drittel als erstes vom Eiweiß. Gebe es hinein und hebe es vorsichtig unter. Das macht den Teig wieder schön cremig und fluffiger. Das zweite Drittel von eurem Eiweiß gibt es hinzu. Und dann könnt ihr jetzt schon, wenn ihr wollt, mit dem Schneebesen arbeiten, von unten nach oben arbeiten mit dem Teig, sodass ihr es richtig gut unterhebt. Und nun das letzte Drittel. Das Ganze geben wir nun in eine ausgebutterte Form. Wählt sie nicht zu groß, weil diesmal möchten wir auch die Dicke des Teiges haben. Nehmt den Teig, gießt ihn nun vorsichtig in eure Form. Meine ist schon meliert. Habe ich mit Butter ausgepinselt und mit dem Mehlmix von Share meliert, damit auch nichts passiert. Streicht ihn euch einfach zurecht. Und nun verschwindet der Kuchen in den Backofen bei 180 Grad, so circa 10 Minuten sollte er braun werden. Macht eine Folie drüber, er sollte nicht braun sein, denn wir möchten ja ausstechen. Und haltet schon mal eure Form bereit. Ich habe hier diese süße Hasenform, so werden meine ausgestochen. Also, wir sehen uns in 10 Minuten wieder und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Ich habe unser Biskuit schon rausgenommen, gestürzt. Ihr seht, er hat ein bisschen grobe Poren. Das macht aber nichts. Wir starten jetzt damit, dass wir unsere Form nehmen und unsere Hasenköpfe ausstechen, die wir später nach innen setzen. So wird das Ganze aussehen. Und das macht ihr jetzt mit dem ganzen Teig. So dick sind meine Hasen geworden. Ihr seht, ich habe den Teig richtig schön dick gemacht. Und aus den Resten dieses tollen Biskuits machen wir nachher Cake Pops. Das zeige ich euch im nächsten Video. Die Zutaten für den zweiten Teig, das wird den Rührteig, die zeige ich euch jetzt. Wir brauchen Zucker, Butter, Milch. Ich habe noch als Aroma Vanille mit dazugenommen. Wer mag, kann auch gerne Bittermandelöl nehmen. Das bleibt euch ein bisschen überlassen. Dann kommt Haselnüsse. Auch das könnt ihr auch durch Mandeln ersetzen, wenn ihr möchtet. Und dann bekommt noch ein Mehl dazu. Ich habe mich für Share das Mix C entschieden für Kuchen und Kekse und Backpulver. Wir starten damit, dass wir die Butter zusammen mit der Hälfte des Zuckers schaumig schlagen werden. In der Zwischenzeit werden wir jetzt dann hergehen, werden die Eier trennen und das Eiweiß werden wir mit dem restlichen Zucker schon mal steif schlagen und das Eigelb geben wir Ei für Ei nacheinander in die Buttermischung. Und
Unser Teig ist fertig. Ihr habt jetzt alles reingerührt, inklusive den Aromen. Wie ihr gesehen habt, habe ich ein bisschen Vanille und ein bisschen Bittermandelöl dazu. Ihr hättet aber auch Zitrone nehmen können, wenn ihr das möchtet. Oder auch Orangen, Orangenzesten, das ist sehr lecker. Und wir heben jetzt noch das steif geschlagene Eiweiß mit unter. Auch hier wie immer erst ein Drittel. Es ist nicht so steif wie normal, weil wir haben ja gleichzeitig noch ein bisschen Zucker mit eingerührt. Dann wird es nicht so richtig steif, aber eine tolle Baiser-Masse. In der Zwischenzeit habt ihr den Backofen bitte auf 180 Grad schon mal vorgeheizt. Die Temperatur brauchen wir gleich zum Backen. Und nun füllen wir unsere Form. Also, ich habe eine Kastenform schon mal ausgebuttert. Eure Hasen habt ihr ausgestochen. Jetzt geht es darum, die Hasen einzubetten. Unsere Form ist schon gebuttert und meliert. Jetzt nehmen wir ein bisschen Teig. Nicht sehr viel, da meine Hasenform sehr, sehr groß ist. Und jetzt nehmen wir unsere Häschen und setzen die wirklich ganz press aneinander. So, setzt die Hasen wirklich press an press. Es darf keine Lücke dazwischen stehen. Das ist so das Wichtigste. Der Biskuitteig ist ein lockerer Teig als den Rührteig, den wir jetzt gemacht haben. Ich habe mir jetzt ein Glas gerichtet, in das fülle ich den restlichen Teig hinein und gieße ihn hier rum. Wer es sich auch zutraut, kann es gerne mit dem Esslöffel machen. Wir schneiden hier ein sehr großes Loch rein und gießen es ganz vorsichtig drumherum. Ihr dürft ruhig auf die Hasen draufkommen. Mir geht es nur darum, dass wir richtig hier in die Ritzen reinkommen. Und das gleiche auf der anderen Seite. Und wenn ihr die Form nun schön eingebettet habt, dann begießt ihr das Ganze noch oben drauf richtig schön mit eurer restlichen Masse. Da könnt ihr gerne mit dem Esslöffel arbeiten oder mit dem Kuchenspatel. Das ist kein Problem. Schön glatt streichen das Ganze. Und im Backofen bei ca. 180 Grad 50 Minuten backen. Weißt du, wie du deinen eigenen Osterhasenkuchen hinbekommst. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Du musst ihn nicht rosa färben, du kannst auch andere Farben nutzen. Oder du nimmst einen anderen Ausstecher, sprich zum Beispiel einen Herzausstecher. Was ich benutzt habe, zeige ich dir unten in der Inbox. Wenn du mir noch nicht folgst, kannst du es gerne nachholen, kannst mich auch gerne teilen. Ich freue mich darüber. Und natürlich abonnieren und folgen auf Facebook, auf Instagram. Und viel Spaß mit den Bildern, die jetzt gleich im Anhang folgen. Ciao! Thank you.